Du weißt, ich bin Pole, das kommt nicht zurück. Ja, schon jetzt zurück. Ja, jetzt meine Wenn wir fertig sind, fehlt dir die Hälfte. Ich kann Transport organisieren, haben wir schon alles eingeladen. Yeah. Es gibt kein Interview dieses Mal, weil Kamera ist weg. Hallo, liebe Steelers-Fans. Herzlich willkommen zur nächsten Powerplay-Ausgabe. Heute bei mir Adam Borschanski. Warum er so heißt und nicht anders, das klären wir nachher. Und hallo Adam, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, wir würden gerne mit dir ein bisschen sprechen, so wie es bisher lief, was du früher gemacht hast, was vielleicht die Zukunft bringt für uns. Und wollen wir gleich anfangen? Du bist nicht nur unser Kapitän, sondern vielleicht auch mit der erfahrenste Spieler bei uns im Kader. Du hast für die polnische Nationalmannschaft gespielt und auch schon in der USA drüben. Erzähl doch mal, wie du jetzt von deiner Erfahrung so profitieren kannst. Ja, das muss man jetzt warten und sehen. Nein, natürlich, ja klar, ich war schon ganz viel unterwegs, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Das ist meine 10. Saison jetzt in Deutschland. Und habe ich in Polen angefangen, dann war ich kurze 3 Monate in Schweden, Juniorenmannschaft und Kanada, Amerika. Und wie gesagt, 10 letzte Jahre war ich hier und ja, klar, mit meinem Alter 36 und habe ich schon ein paar Spiele mitgemacht und also mit Eishockey passieren ganz viele Sachen, immer was Neues und jedes Jahr kann man lernen, das wird nie anders und ich glaube auch dieses Jahr, wenn wir neue Sachen sehen, auch für mich, wenn neue Sachen kommen und klar profitiert man natürlich, weil ganz viele Situationen hat man schon erlebt und hoffentlich, dass diese Erfahrung auch unserer Mannschaft helfen kann dieses Jahr. Erzähl doch mal, wo der Unterschied ist zwischen einem DEL2-Spiel und einem Spiel mit der Nationalmannschaft. Na gut, mit polnischer Nationalmannschaft natürlich waren wir in sozusagen in zweiter Gruppe oder auch sogar in dritte, sodass mit Niveau zu vergleichen ist ziemlich schwer. Ich meine, jetzt sind wir im Division 1A, glaube ich, heißt das, und da sind schon ein paar gute, ziemlich gute Mannschaften. Dann Niveau ist, ich würde sagen, so Mitte zweiter Liga, Mitte DL2. Letzte paar Jahre waren wir noch unten und da würde ich sagen, dass zum Beispiel unsere Mannschaft würde ein bisschen stärker sein als unsere polnische Nationalmannschaft. So, das ist immer schwer zu vergleichen. Natürlich, Eishockey ist ein bisschen anders in jedem Land und ich sage aber auch, dass wir haben auch ganz viele erfahrene Spieler hier in Bietigheim und die haben auch im DL und in Amerika gespielt und das ist natürlich, denke ich, von der Woche ein bisschen besser als polnische Liga und da in polnischen Nationalmannschaft spielen jetzt zurzeit fast nur Spieler, die in Polen, in polnischer Liga spielen. Paweł Dronia ist in Bremerhaven und da spielen wir auch zusammen in der Nationalmannschaft so. Ja, von der Woche, ich glaube, das ist ein bisschen nicht so hoch als unsere Mannschaft sozusagen. Gut. Wie war es für dich damals in Nordamerika zu spielen? War das da was Besonderes für dich? Wie jung warst du da? Wie kam es dazu, dass du nach Nordamerika durftest oder gegangen bist? Ja, natürlich, das war eine ganz besondere Sache. Aus Polen dann nach Kanada erst in Junioren spielen, das war schon was Besonderes. In Polen, Eishockey war nicht so populär und plötzlich bist du da, spielst du für die Juniorenmannschaft, 5000 Leute bei mir das Spiel. Das war schon eine ganz, ganz andere Welt und dann kommt natürlich die dritte, zweite Liga in Amerika. Das war schon von der Woche immer wieder besser. Das war schon eine ganz, ganz besondere Sache. Ja. Dann kommen wir zu einem Thema, das viele Bietigheimer bestimmt interessiert. Du bist damals mit den Schwenninger Wild Wings, wo du gespielt hast das Finale gegen Bietigheim verloren und durftest trotzdem im Jahr drauf DEL spielen. Wie war das so für den Spieler? Du verlierst ein Finale, spielst dann trotzdem nächstes Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse. Ja, natürlich, wenn du Vertrag schon gehabt hast, dann war das geil. weil du darfst in DEL, klar, von sportlicher Seite ist das natürlich nicht wirklich richtig, weil klar, die beste Mannschaft von zweiter Liga sollte auch Chance zu haben, in erste zu spielen. Das war immer für so, jetzt mit dieser ein bisschen amerikanischen Weg zu gehen und die Liga ist geschlossen, das ist natürlich ärgerlich für alle. Und wir haben versucht in Schwenningen für 4 Jahre dann natürlich dann
Liga gewinnen und Meisterschaft gewinnen und in DL zu spielen, haben wir ja nicht geschafft. Und da waren natürlich finanzielle Sachen da drin und es ist das gelaufen. Ich meine, ich glaube, keiner würde Nein sagen, in DL zu spielen, ob das so oder so geht. Das war auch nichts, das wir kontrollieren können. Ich meine, wenn jemand Chance hat, auch als Gesellschafter, macht man das auch, weil jeder will Mannschaft in DL haben und um erfolgreich da zu sein. Aber ja, ich glaube, wir sind alle die Meinung, dass der sportliche Weg ist ein fairer Weg, das zu machen. Und ja, leider für Bietigheim war das bestimmt enttäuschend. Gut, dann lass uns zum aktuellen Thema kommen. Du bist seit dieser Saison Kapitän bei uns. Wusstest du vorher schon, dass du Kapitän wirst oder kam das für dich hier erst so überraschend? Ich würde sagen, das war überraschend, weil Markus war Kapitän, ist hier geblieben und wir haben auch viel geredet mit Kevin, mit Marc Saint-Jean und dann auch mit Markus habe ich ganz viel geredet. Wir haben auch gedacht, was besser für die Mannschaft wäre, ob Abwechslung Sinn macht und so weiter. Wir haben auch, wie gesagt, mit Markus ganz viel geredet und das war alles in Ordnung. Ich meine, wir haben so eine Gruppe von Jungs, die wir können ganz viele Kapitäne sozusagen haben. Ich meine, dass ich sehr auf der Brust jetzt trage, das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich meine, wie die Atmosphäre in der Kabine ist und was jeder zu der Mannschaft bringt, ist ganz wichtig. Und ja, ich kann natürlich dann, wie wir ja früher gesagt haben, mit Erfahrung ein bisschen vielleicht jüngere Spieler helfen. Und sonst, ich glaube, das macht wirklich keinen großen Unterschied, dass wenn ich oder Markus oder ja, jeder andere Spieler. Ja. So war das entschieden. Ich glaube, alle haben das okay genommen. Keiner war beleidigt. Wie gesagt, Markus war auch okay. Und ja, überraschend war das schon. Aber natürlich ist das schön, wenn man Vertrauen von Trainer bekommt. Und ja, schauen wir mal, wie das laufen wird. Du hast gerade die Stimmung in der Kabine angesprochen. Wie ist denn die Stimmung zurzeit in der Kabine? Super. Sehr gut. Wir haben eine ganz, ganz gute Gruppe von Jungs, jüngere, ältere Spieler und jeder versteht sich ganz gut und haben wir keine Gruppen von sozusagen Ausländer und Deutsche und oder Jungs aus Bayern. Das ist alles klappt und natürlich dann, das ist auf dem Eis oder in der Kabine, im Bus oder wenn wir irgendwo dann zusammen essen gehen, das läuft alles super und klar ist das einfach, wenn du gewinnst, dann Atmosphäre ist natürlich dann ganz anders. Das ist alles dann einfacher, ja, gut drauf zu sein. Aber ja, bis jetzt war alles super und hoffentlich bleibt das auch so. Gut, dann deine Familie wohnt noch in Schwenningen, wenn ich das richtig weiß. Dein Sohn spielt selber Eishockey. Wie bist du als Eishockey-Papa? Schreist du drum, wenn du zugucken kannst und wenn du die Chance hast, ihn zu sehen? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Nein, ich bin ganz, ganz ruhig. Ich meine, ich rede mit ihm ganz, ganz viel und ganz oft. Früher habe ich auch manchmal Videos gemacht und ihm gezeigt, was er machen könnte und so weiter. Aber ich glaube, in diesem Alter oder speziell früher, das Wichtigste ist natürlich Spaß zu haben. Und klar, man will speziell zum Sohn natürlich die beste Möglichkeiten geben und dass er ganz viel trainieren kann und dass er ganz viel mitbekommt, was wichtig ist und was vielleicht sollte er nicht machen. Und wir reden ganz oft, er war gerade jetzt letzte Wochenende hier in Bietigheim, hat mit Knabenmannschaft gegen Bietigheim gespielt und ja, es macht immer ganz viel Spaß ihm zuzusehen und dann reden wir natürlich über verschiedene Sachen und so wie nach Weißwasserspiel haben wir per Telefon geredet, hat ein paar Tore geschossen, hat mir erzählt, wie das war und das ist immer ganz besonders, weil klar, das ist, wenn dein Sohn auch Eishockey Spieler sein will, so wie du, dann ist das schon coole Sachen. Ne? Und ja, ich hoffe, dass er auch Zeit hat, hier zu uns zu kommen, auf dem Eis mit uns manchmal zu gehen, nach dem Training mit Jungs ein bisschen Spaß zu haben, weil das gehört auch dazu und für ihn das wird auch ganz besonderes Eistraining mit Steelers auf dem Eis zu gehen. Er war schon im Schwenningen ganz oft da und ja, jetzt hoffentlich klappt das bald, dass er auch da ist. Okay. Wenn ich gerade nach dem Papa frage, wie ist es bei dir gewesen? Du wolltest Eishockey-Profi werden, deine Eltern wollten bestimmt, dass du Arzt oder sowas wirst. War das leicht für dich, Profi zu werden? Mein Papa hat auch gespielt. Mein Papa war Torwart, Eishockey-Torwart und dann ist
dann war er Trainer. Und ja, ich glaube, ich habe auch keine wirklich andere Möglichkeit sozusagen. Oder na, natürlich war ich immer da beim Eisstadion und habe ich zugeschaut. Dann wollte ich natürlich dann auch mitmachen oder Schlittschuh laufen. Und ja, so hat das für mich war das klar, dass das Eishockey wird. Und hat sich nicht aufgehört. Obwohl, ja, du sagst, ob meine Eltern wollten, dass ich was anderes, weiß ich nicht. Die haben mir einfach diese Wahl so frei gelassen, wenn man das sagen kann. Und ja, ich könnte alles selber entscheiden, was ich machen will. Und ja, wegen Papa könnte ich sagen, das war Eishockey. Stell dir mal vor, irgendwann bist du kein Eishockey-Profi mehr. Da musst du ja trotzdem noch irgendwie einen Job haben, weitermachen. Was ist dein Plan für nach der Eishockey-Karriere? Am liebsten würde ich mit Eishockey bleiben. Ich meine, ich habe auch mit Nachwuchs schon seit mein Sohn trainiert. Das wird schon meine 10. Jahr, wenn ich mit Jungs ein bisschen mitmache oder geholfen habe. Und war ich ein, zweimal auf dem Eis mit Jungs. Und ja, ich würde auch mit Eishockey gerne bleiben, neben Eishockey. Ob das Trainer wird oder was anderes, das ist auch nicht wirklich das Wichtigste. Ich meine, wenn du schon so lange beim Eishockey bist, dann willst du, ich glaube, das auch nicht aufgeben irgendwie. Obwohl natürlich habe ich auch ein paar andere Ideen. Manchmal will man auch Wochenende endlich haben und nicht am Wochenende immer Spiel oder Training haben. Das ist auch irgendwie schön. Und aber ja, die große Entscheidung kommt später, obwohl das schon, ja, weiß man nie. Ja, mit 36 muss man schon ein bisschen intensiver denken, jetzt was kommt. Ich habe schon ein paar Ideen und hoffentlich, dass die funktionieren werden. Ne? Gut. Wie kam der Kontakt zustande, Kevin Godet und unser jetziger Kapitän Adam? War für dich klar, du kommst nach Bietigheim, wenn es in Schwenningen nicht mehr so läuft für dich, oder kam es aus heiterem Himmel und sagst du, ja klar, warum nicht? Das war nicht klar, nein. Ich habe mit Marc Saint-Jean gespielt in Bad Tölz zusammen und in Schwenningen. Und ich glaube, das war irgendwie in der Mitte von letzter Saison, haben wir dann geredet und hatte mich gefragt, ob ich Interesse habe, nach Bietigheim zu kommen. Damals habe ich noch Vertrag für dieses Jahr in Schwenningen gehabt. Und ja, war schwer zu sagen, ja, ich will nach Bietigheim. Natürlich wollte ich in Schwenningen bleiben. Obwohl ich habe schon zu ihm gesagt damals, dass es kann passieren, dass ich doch in Bietigheim mich für Bietigheim entscheiden könnte im Sommer. So, ja, Marc hat mich angerufen, hat mit Kevin geredet und ja, das hat alles irgendwie geklappt, so wie das gedacht war. Es läuft ja auch gerade sportlich ganz gut für dich. Und ich meine, wir sind Tabellenführer, haben viele Punkte Vorsprung gerade. Wo geht es weiter oder wohin geht es, wenn das Ziel ist dieses Jahr? Ja, ich glaube, wenn du einen Spieler fragst, dann kann keine andere Antwort kommen, als du willst alles gewinnen. Ja? Und spielst du jedes Spiel zu gewinnen, denkst du nicht zu weit nach vorne, ich glaube, weil das macht auch irgendwie nicht keinen Sinn, jetzt über nächste Wochenende denken. Wir haben morgen ein Spiel und das ist das Wichtigste. Und wenn du über Ziele natürlich fragst, das ist klar, ich glaube, auch für jede Mannschaft. Ich meine, jetzt ist zum Beispiel Krimitschau Letzte, warum spielen die, um Meisterschaft zu gewinnen? Weiß man nie. Man gibt Gas, gibt alles, jedes Spiel. Und vielleicht für denen wird das jetzt diese zweite, dritte, vierte Teil von Saison besser und gewinnen die auch ganz viele Spiele. Die haben Chancen, Playoff ganz oben zu sein. Und ja, ich meine, ich kann mir nicht andere Antwort vorstellen von einem Spieler als du willst einfach Erster sein, weil ich glaube, wenn du denkst, ja, ich gewinne 10 Spiele, dann verliere ich 3 und dann sind alle, ist alles okay, haben wir Heimrecht. Das ist auch irgendwie komisch zu hören. Ja, klar, wenn du Trainer bist, sagst du, natürlich musst du das irgendwie dann anders sehen und realistisch auch. Aber ich glaube, realistisch für Spieler sollte nicht geben. Du wirst alles gewinnen, Erste sein. Und das, ja, so denke ich auch. Ich glaube, wir haben alle so eine Vorstellung, für was wir wollen, was wir erwarten. Und wie bis jetzt, wir wollen alle Spiele gewinnen. Gut. Ihr kommt nach dem Sieg raus in die Halle und praktisch zur Ehrenrunde und es sind nicht so viele Fans da.
wie geht man als Spieler mit so einem Thema um, dass es vielleicht zwischen Fans und Mannschaft nicht so gut läuft oder es läuft gut und es sind trotzdem nicht viele da? Wünschst du dir mehr Zuschauer bei der Ehrenrunde oder überhaupt generell mehr Zuschauer? Wie sieht man so als Spieler so eine Situation oder so eine Sache? Ja klar, man wünscht sich natürlich ausverkaufte Halle jedes Spiel, Heimspiel, weil das einen großen Unterschied macht mit du siehst sofort, dass das voll ist, dass es laut und nach jedem Tor alle jubeln. Natürlich ist das schön, aber naja, ich glaube, in Bietigheim ist es ganz besonders, dass du Handball, Basketball und Fußball nicht weit weg ganz hohe Niveau hast. Und naja, es ist klar, dass mit Eishockey, dann zweiter Liga Eishockey, nicht so einfach ist, sich durchzusetzen. Und ich glaube, wir schätzen, was wir haben. Und wir haben auch super Fans und die sind auch auswärts mit uns. Und die meisten bleiben auch nach dem gewonnenen Spiel da, mit uns zu feiern. Und ich glaube, du denkst nicht wirklich während dem Spiel, okay, wie viele haben wir heute? 1500 oder fast 4000 wie beim Derby. Ich glaube, dann konzentrierst du dich ein bisschen mehr auf dem Spiel. Und kannst du das nicht kontrollieren. Ich glaube, die Verbindung so mit Fans ist ziemlich gut hier. Die sind irgendwie immer hinter uns und ob wir hinten sind oder führen wir, dann sind die immer dabei. Und ich glaube, wir können uns nicht beschweren. Ich hoffe, Fans auch nicht. Gab es jemals einen Stadionsprecher, der deinen Nachnamen richtig ausgesprochen hat? Oder hörst du sowas gar nicht auf dem Eis? Ja, seit Jahren höre ich das nicht mehr. Ich meine, das war in Amerika oder Kanada oder Schweden auch immer ganz komisch. Die waren ganz, ganz viele besondere Wege, das meine Name zu sagen. Ich sage das auch immer falsch jetzt, weil das einfacher ist und muss ich nicht 100-mal erklären, warum so und warum nicht anders. Und das ist eigentlich nicht mehr so. Ich höre das nicht, wenn wir spielen, wenn wir dann am Anfang unsere Namen hören sollen, dann, ich glaube, du bist dann schon dein Element und konzentrierst dich dann schon auf dem Spiel. Und es gab auch Leute, die haben gefragt und die wollten alles wissen genau, warum so und so und wie schreibt man das und warum hält man N in meinen Namen und so weiter. Ja, das ist schon interessant bestimmt, weil Leute haben auch gewettet manchmal, weil beide haben gedacht, die haben recht gehabt und dann haben mich auch meine Mama gefragt. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht so wahnsinnig wichtig jetzt. Okay. Sag doch mal bitte, wie man deinen Namen richtig sagt, in die Kamera bitte. Bożenski, Adam Bożenski. Jetzt wissen wir das auch. Gut, dann möchte ich dich eigentlich gar nicht länger mal aufhalten, damit viel über dich erfahren. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendwas, was du den Fans sagen möchtest, wenn du jetzt schon mal hier bei mir sitzt? Nein, ich glaube, im Namen von der Mannschaft kann ich nur sagen, dass wir natürlich dann ganz viel schätzen, dass die alle, ja, ganz viele hier kommen zum Heimspiel. Hoffentlich bringen die noch Freunde und Bekannte und Familie dabei, weil es hilft natürlich auch uns. Und das ist klar, dass es schöner ist, für mehr Leute zu spielen. Danke für die Unterstützung hier und auch auswärts, weil das ist immer schön, unsere Fans auch in Weißwasser beim Hafen zu sehen, dass die auch so weit mit uns fahren und uns unterstützen. So, Dankeschön. Alles klar. Adam, vielen, vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. So, was essen wir jetzt? Was essen? Und ja, was hast du bestellt?